Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Zeitschriften-Review. Das Lego Star Wars Magazin, Ausgabe Nummer 103, mit zwei coolen Extras, und zwar einem Republic Fighter Tank hier, ein kleines baubares Extra, ein Mini-Build, und eine limitierte Karte, und zwar zur Lego Star Wars Trading Card Collection Serie 4, beziehungsweise die Macht-Edition hier, Nummer 5, General Grievous. Genau, das ist drin, 4,99 kostet die Zeitschrift. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, bauen den Republic Fighter Tank zusammen und schauen uns die Linie an. So. Kleber hier. Ich wollte gerade noch sagen, ich finde im Vergleich zum Ninjago Magazin ist der nicht ganz so stark. Und dann, ja, wollte ich gerade sagen. Und dann kam die andere Seite vom Paperback. Und siehe da, der ist doch wieder sehr, sehr stark, der Kleber. Zu früh gefreut. Zack. Also, hier noch abmachen. So, Kleber ist ab vom Paperback. Dann müssen wir noch die Limi befreien. Dann sehen wir das Heft in all seiner Pracht. Ohne die Extras. Das ging aber ganz gut ab, muss ich sagen, jetzt bei der Limi. Jetzt müssen wir es nur noch vom Heft entfernen. Einmal. Und zweimal haben wir es jetzt. Jawohl, ist runter. So, limitierte Karte und extra geht auf die Seite. Dann haben wir hier nochmal Lego Extra, Republic Fighter Tank, 44 Lego-Teile. Dann knifflige Rätsel. Super Comic, Vaders Triumph und zwei starke Poster. Hier sieht man Darth Vader und hier dann für die Republik mit einem ATTE ist es, glaube ich, genau. Und dem Republic Fighter Tank, aber halt hier die großen Modelle von Lego. Und dann nochmal das Bild der limitierten Karte. So, gehen wir rein. Hier haben wir das Lego Ninjago Magazin. Das ist genau die Ausgabe, die ich euch letztes Mal vorgestellt habe. Dann haben wir das Inhaltsverzeichnis. Oh, hier im Rancor Luke und der Rancor. Dann hier Comic, voll einsatzbereit Republic Fighter Tank, Vaders Triumph Comic. Genau, es gibt also wieder ein Mini-Comic zum Republic Fighter Tank dann. Hier sehen wir auch die beiden Poster nochmal. Sehr schön. Dann geht es direkt los mit einer Doppelseite-Comic Vaders Triumph. Doppelseite-Comic. Dann noch eine Doppelseite-Comic. Und eine Einzelseite-Comic, denn hier Werbung für Pokémon Karmesin und Purpur. Die beiden Pokémon-Spiele für die Switch quasi jetzt mit den Erweiterungen hier. Der Schatz von Zone 0, die türkisgrüne Maske und die indigo-blaue Scheibe. Ja, gibt es jetzt auch in einem Bundle, wo die Erweiterung mit dabei ist anscheinend. Weiß nicht, ob es als Download-Code dann ist oder ob direkt auf dem Modul mit drauf ist. Keine Ahnung. Dann haben wir wieder eine Doppelseite-Comic. Jetzt nehme ich weiter. Noch eine Doppelseite-Comic. Die nächste Seite Doppelseite-Comic. Und die letzte Seite und dann auch Ende. Dann haben wir hier die rechte Seite des Comics mit für die Republik hier mit dem Republic Fighter Tank. Ah, hier oben sieht man auch nochmal das Gunship hier oben. Sehr, sehr cool. Dann hier, wie gesagt, der ATTE für die Republik. Und in der Mitte haben wir noch das Poster von Darth Vader. Sieht sehr nice aus. Es steht nur Vader hier unten. Gebaut aus Legostein. Sehr, sehr cool. So. Und dann geht's weiter mit dem Lego Star Wars Magazin im Abo. Gibt's als Prämie hier Boba Fett Starship Microfighter. Den gibt's jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Meine Güte, es kam auch kein neuer bisher. Dann haben wir Action über Mandalore. Ein Set quasi, und zwar hier Set 75348. Mit den Minifiguren The Mandalorian, Mandalorian Fleet Commander, ein TIE Pilot und R2-E6. Ich hätte nochmal Inhalt, drei Minifiguren und ein Droide, Maße vom Fangfighter, 4 cm hoch, 26 cm lang und 24 cm breit. Genau, 957 Lego-Teile. So, dann haben wir Rätsel 1 und Rätsel 2. Dann haben wir hier weitere Rätsel und ein Spiel, nämlich Ausweichmanöver links ist das Rätsel und raus aus der Rancor-Grube auf der rechten Seite ist das Spiel. Dann haben wir hier noch Verloren auf Geonosis. Auch wieder ein Spiel. Das sind drei Spiele hier: ein Labyrinth, ein Schattenrätsel und ein Extra-Rätsel. Und dann haben wir auch schon die Bauanleitung vom Republic Fighter Tank. Und ich würde sagen, den bauen wir schnell zusammen.
sind ja nur 44 Teile, sollte also dementsprechend schnell gehen. Hoffe ich zumindest. So, ansonsten mache ich hier ein Speedbird draus, aber das ist nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Ich versuche mich aber einfach ein bisschen zu beeilen. Wie gesagt, es sind ja nur 44 Teile. Ich glaube, das sollte man auch so schaffen. Voraussetzung findet die Teile schnell, aber doch, da ist es ja. So, auch große und lange Teile sehe ich gerade sind dabei. Das ist ja cool. So und so. So und. Es nimmt auf jeden Fall schon mal Form an, muss ich sagen. Das geht anscheinend auch recht schnell. So, das da. Und dann hier. Okay, wir sind schon bei Teil 4 hier unten. Einmal. Zweimal. Wo war der? 2x2, ja, der ist hier. Dann die Jumper Plate haben wir hier. Die hier da oben drauf. So. Wir sind schon gleich mit der ersten Seite fertig. Das ist auch gut. Das heißt, es geht schnell voran. So und so, dann noch zwei Jumper Plates wieder und dann kommt das, so, ich bin da falsch rum gemacht, okay, ja, passt, und dann, die hier noch, einmal auf der Seite, okay, dann sind wir nämlich schon mit der ersten Seite fertig und na komm schon. So, und damit geht's weiter hier oben. Einmal, zweimal. Oh, jetzt kommen schon die langen Teile vorne dran, die die Spitze vorne ausmachen. So, so. Und so, so, perfekt. Dann einmal zweier Bricks hier mit dem Stud zur Seite. Das ist dann hier, glaube ich, die Kommando eine, das Cockpit vorne dran. So, passt auch. Sehen wir, sind wir schon so gut wie fertig. Das hier noch. Und das da oben drauf. Und dann kommt noch die Bewaffnung als letztes. Machen wir zweimal. So und so. Das hier. Sehr schön. Und darauf dann das da gesetzt. Und das Ganze noch ein zweites Mal. So. Das da drauf. Einmal eins hier. Und schließlich dieses Verbindungsstück. Und dann kommen die Kanonen hier dran. Und dann ist er auch schon fertig. Der Republic Fighter Tank als Mikrobild. Das sieht doch schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen, für so ein Mini-Bild. Für so ein Mini-Bild, Mikrobild gefällt der mir ziemlich gut. Perfekt. So. Rettung in einem Rutsch ist das Comic dazu. Hier mit einer Seite. Und dann noch eine Doppelseite. Und dann ist auch schon Ende. Dann haben wir nämlich Rettung in einem Rutsch fertig. So. Dann haben wir Action, schwere Last. Ah, geil hier, Ned B aus der Obi-Wan-Serie. So eine coole Minifigur. Oh, da haben wir galaktische Bilder. Sehr cool hier, Grogu. Ja, hier haben wir Kylo Ren, Boba Fett, Darth Vader. Hier ein Gunship und so, also schon sehr, sehr coole Zeichnung. Und dann, oh, haben wir schon die Vorschau aufs nächste Heft. Wir haben wieder eine Minifigur drin. Und zwar, ja gut, ein mandalorianischer Pilot. Jetzt keine so spezielle Figur. Aber trotz allem, es ist wieder eine Minifigur drin und das ist cool. Nachdem wir jetzt zweimal so ein Mini-Bild/Mikrobild hatten, ist das jetzt ganz cool, mal wieder eine Minifigur zu bekommen. Dazu die limitierte Karte Nummer 11, Anakin Skywalker aus der Collection 4, also aus der Macht-Edition. Am 29. Dezember, also kurz vorm Jahreswechsel, am Kiosk erhältlich. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen und euch dann präsentieren. So, hier haben wir noch den Snapfighter der Piraten und den N1 Starfighter des Mandalorian. Das Mandalorianer, Entschuldigung, als Microfighter. Genau, zwei Lego Star Wars Sets. Und schließlich noch Lego Marvel Avengers, das Magazin. Hier mit Captain Marvel.
und der limitierten Karte von Thanos, die LE16. Ab 8. Dezember überall im Handel erhältlich. Das heißt, es wird das nächste Heft sein, was ich wahrscheinlich präsentiere. Meines müsste das nächste sein, ja. Gut. Dann, Heft ist durch. Hier nochmal, oh, ich sehe gerade, die Kanonen sind hier ein bisschen so nach oben angewinkelt auf dem Bild, dass er quasi nach oben schießt. So luftabwehrmäßig wahrscheinlich, der Republic Fighter Tank. So, dann haben wir hier noch die limitierte Karte, die LE5, General Grievous. So, die Rückseite der Machtedition Trading Card Collection ist es ja jetzt, kein Trading Card Game mehr, Copyright 2023, General Grievous. Und ja, auch die Karte habe ich noch ein zweites Mal hier. Und die könnt ihr gewinnen. Wie immer, läuft nach demselben Schema ab. Ihr müsst einfach nur den Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Star Wars. Dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss wie immer heute in einer Woche. Und dann werde ich mit einem Random Comment Picker drüber gehen und einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin ermitteln und dieser Person die Karte dann so schnell wie möglich zuschicken. Jo, auch ohne Gewinnspielteilnahme ist ein Abo mit der Glocke am besten immer gern gesehen. Ja, wenn ihr vielleicht neu auf dem Kanal seid oder so nicht getan habt, holt das gerne nach. Daumen nach oben für das Video ist natürlich auch cool, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne Daumen nach unten, kein Thema. Dann aber bitte einen Kommentar verfassen, warum euch das Video nicht gefallen hat. Genauso Kommentare verfassen gehen auch ohne Gewinnspielteilnahme. Würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dann ein bisschen mal die Tasten glühen lasst und die Kommentarsektion hier mit Kommentaren flutet. Ja, könnt zum Beispiel reinschreiben, was euch an dem Heft gefällt, wie euch die Lego Star Wars Magazine im Allgemeinen gefallen. Findet ihr es besser, wenn Mini-Builds oder drin sind oder lieber Mini-Figuren? Was haltet ihr von der Trading Card Collection? Fandet ihr das Trading Card Game besser? Könnt aber auch über andere Lego-Produkte wie Ninjago oder sowas von mir aus schreiben. Das ist vollkommen wurscht. Alles, was hier so ein bisschen thematisch passt, einfach mal in die Kommentare hauen. Ja, und das wäre sehr, sehr cool. Dann sage ich immer danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.